Hello Friends, next day. Wir sind jetzt hier in Weiden und bei dem schönen Wetter haben wir uns gedacht, also ich bin mit Dennis übrigens, bei dem schönen Wetter haben wir uns gedacht, parken wir mal was weiter weg. Ist natürlich hier kostenlos, das ist irgendwo hinterm Zentrum, beziehungsweise hinter dem Weidencenter. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen abgefuckt. Also momentane Gefühlslage bei mir, verdammter Hunger, bisschen schlecht gelaunt, aber es geht, das Wetter macht das so ein bisschen wett. Aber ich zeig euch mal, was mich übertrieben gerade abgefuckt hat hier in der Parksituation. Leute, Nummer 1. Warum dieser scheiß verfickte. Oh, sorry, meine Aussprache. Wieso nimmt der F2? Genau auf der anderen Seite. Mega großes Auto braucht natürlich 2 Parkplätze. Hier natürlich auch. Ne? Passt schon gar nicht mehr auf einen Parkplatz, deswegen 2. Und wenn wir uns direkt mal umdrehen, hier das Gleiche. Das könnte ich wirklich jetzt die ganze Zeit hier machen. Wir haben so viele Leute scheiße geparkt, 2 Parkplätze genommen. Bringt ja nichts, sich darüber aufzuregen. Wir gehen jetzt einfach in Ruhe nach Weiden. Ach ja, ich sollte euch vielleicht erzählen, was wir machen. Und ihr habt es sicher schon mitbekommen, ich werde das auf Instagram schon angekündigt haben. Ich werde jetzt einen Wettkampf machen, am 12.05. In Neu-Ulm, die GNBF. Mens Physikklasse und deswegen brauche ich halt eine Boardshorts, sprich eine Badehose für die Klasse, die ich mir jetzt aussuche und mal schauen, ob ich was Gutes finde. Als allererstes natürlich, ich muss irgendwas essen, deswegen geht es jetzt in den Foodpark. Es riecht so lecker, da werde ich halt wieder glücklich, merkt ihr das? Also im Foodpark gibt es ja 2 Asiaten, einmal diesen Bamboo Tree und Jade, und weil ich die Leute beim Bamboo Tree sehr sehr unfreundlich finde, gehe ich immer zum Jade. Und komischerweise hat mich sehr, sehr viel auf der FIBO eingeschätzt, als wäre ich ein Vietnamese. Ich bin aber eine Mischung aus China und Laos und gerade hat sie mich auch der vietnamesische Mitarbeiter da gefragt, ob ich aus Vietnam komme. Ich weiß nicht, sehe ich so aus wie ein Vietnamese? Ist auch egal. Jedenfalls, was ich mir zu essen geholt habe, komm mal kurz rüber. Natürlich Naturreis, bisschen Gemüse, damit die Greens safe sind. Rindfleisch und Hühnerfleisch. Das gibt es bei mir. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich draußen bin und was esse, wegen Kalorien zählen? Also Eyeball nennt man das, heißt, ich schaue mir das Essen an, breche mir das Kotenkopf zusammen. Ich werde mal schätzen bei dem Essen, 800 bis 900 Kalorien. Was würdest du sagen, Dennis? Also ich würde den Reis auf 75 Gramm circa schätzen, das heißt so circa 200 Kalorien. Und das Gemüse und Fleisch, ich kenne mich halt nicht so gut mit Fleisch aus, ich würde ein bisschen weniger schätzen, ich würde 500 bis 600 Kalorien insgesamt sagen. Ja, seht ihr, aber ich bin halt immer ein Fan davon, immer ein bisschen mehr zu nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ihr könnt ja auch einfach mal unter die Kommentare schreiben, nee, das schreibt eh keiner von euch. wie viele Kalorien das sind. So, gut gegessen. Die Frage ist, warum esse ich dann immer als allererste, wenn ich hier bin? Weil, wenn ich Hunger habe, kann ich nicht einkaufen gehen. Ich bin viel zu gestresst, viel zu abgefuckt. Und wir gehen jetzt erstmal zum Saturn. Weil Dennis braucht irgendwas für sein Vlog-YouTube-Stuff. Ja, bei Saturn, einfach mal ein Video. Irgendjemand feiert mich hier ganz hart. Ihr kennt wahrscheinlich schon, wo wir sind. Voll ist da. Und ich habe gerade spontan eine Boardshorts gefunden. Ich bin sehr zufrieden. Dennis, was hältst du von der? Richtig gut. Ich habe die ausgesucht. Er hat sie mit ausgesucht. Die zeige ich euch aber nicht. Das ist eine Überraschung für den Wettkampf. Aber das Licht muss ich mal ganz kurz ausnutzen, um... Shorts gefunden. Ich bin mega zufrieden. Ich wollte die gar nicht mehr ausziehen. Aber ich zeig die euch natürlich dann demnächst irgendwann. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und zwar ist heute ein laotisches Neujahr. Da nehme ich euch mit. Es gibt einiges richtig Geiles zu essen. Aber ihr wisst, heute ist genau one week out. Heißt, ich muss durchziehen, darf nichts essen. Ich nehme euch natürlich mit über die nächsten Tage, wo ich die Peak Week erkläre. Viel Spaß! Parkplatz haben wir eine ruhige Gegend gesucht und zwar möchte ich heute einmal über das Thema Peak Week sprechen. Und zwar wird als Peak Week
die Tage bzw. die Woche vor dem Wettkampf bezeichnet. Und da ist eben das Ziel, dass man den Körper auf die allerbeste Form bekommt. Und wie macht man das? Ganz kurz möchte ich halt einmal über das Thema Superkohlenhydrat, Superkompensation sprechen. Heißt, wenn man dem Körper jetzt keine Kohlenhydrate zuführt, fühlt man sich flach, sprich der Körper ist in einer Notsituation. Und wenn man dann wieder dem Körper Kohlenhydrate gibt, dann hat der Körper die Möglichkeit einfach überproportional viel Kohlenhydrate zu speichern. Und wo macht er das? Einmal in den Glykogenspeichern. Da hat der Körper überwiegend in der Leber die Glykogenspeicher und in der Muskulatur. Heißt, wenn man quasi dann bis zum Tag X die Kohlenhydrate dann wieder anhebt, sieht man voller und praller aus. Und das nennt man dann eben Carb Loading bzw. Kohlenhydrate laden. Wie ich das genau mache, das zeige ich euch natürlich im Detail, wenn es in den nächsten Tagen losgeht. Einmal jetzt nur kurz, damit ihr das verstanden habt. Der schlimmste Moment ist jetzt, wenn alle einfach um dich herum essen. Ja, warum ist er nicht genug? Das Problem ist einfach, die asiatische Küche, die riecht einfach so intensiv. Ja. Oh mein Gott. Aber ich denke mir so, ich bin so weit gekommen, den Tag heute halte ich auch noch aus und dann nur noch eine Woche. Aber ich muss zugeben, das sieht schon sehr lecker aus. Da. Ja. Nach richtig. Schatz, du hast Kakao rein. Einen eisernen Willen kann niemand besiegen. Nur ein Kaffee für mich heute. Ich muss jetzt einfach kurz alleine rausgehen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es sieht so lecker aus und es riecht alles so gut. Ich gehe jetzt eine Runde Kalorien verbrennen, ein bisschen spazieren, wie immer. Oh mein Gott, ey. Endlich bin ich wieder zu Hause und ich muss sagen, heute ist mit Abstand der allerschlimmste Tag von allen Tagen. Ich meine, die Woche, wo ich jetzt von 1700 Kalorien auf 1500 Kalorien gegangen bin, das war so hart. Diese 200 Kalorien Defizit zusätzlich täglich, ich merke das mental, körperlich, ich schlafe überhaupt nicht mehr gut. Heute auch, also eben im Auto noch gepennt. Und meine Familie meinte auch zu mir, okay, das sieht nicht mehr gut aus, ist was. Mir wurde die ganze Zeit was zu essen angeboten, aber ich muss halt stark bleiben. Und das letztes Mal auf der Arbeit hat mich auch ein Arbeitskollege gefragt, Rocky, ist das gesund, was du da machst? Ich so, nee, ist nicht gesund. Aber auf der Bühne wird man nicht nach Gesundheit bewertet, sondern nach Aussehen. Klingt hart, ist aber so. Also one fucking week out. Ich muss einfach durchziehen. Ich freue mich jetzt, dass ich endlich was essen kann. Und später geht's dann noch ins Studio. So, Essen ist drin. Mir geht's etwas besser. Wie gesagt, Essen ist jetzt nur noch da, um ein bisschen was reinzubekommen. Satt werde ich eh nicht mehr. Ich weiß gar nicht mal, wann ich das allerletzte Mal satt war. Ist bestimmt schon wieder ein paar Wochen her. As always, my coffee, pre-workout coffee. Und gleich fahr wieder nach Düren ins FitX. Probetraining machen und so, ihr wisst es. Peace, Leute. Mittlerweile in Düren angekommen. Hinten ist FitX. Und ich habe ja eben einen Kaffee getrunken. Oh scheiße, so ist das Licht besser. Ich habe ja eben einen Kaffee getrunken. Der Kaffee hemmt eigentlich meinen Appetit, aber gerade fühle ich mich so scheiße. Es ist unnormal. Ich habe den mein Cousin gerade wieder abgeholt. Und was meinte deine Mutter gerade? Was hat die dir mitgegeben? Schokolade, ich soll auf ihn aufpassen, weil sie hat Angst, dass der Rocky umkippt. Weil der ist so im Defizit und hat heute echt durchgezogen und nichts gegessen. So, die ganze Familie hat ja, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, gedacht, Rocky, warum machst du das? Ist doch was. Jeder hat mir Essen angeboten, aber ich bin stark geblieben. Heute ist wie gesagt der letzte Tag vor der Peak Week und meine Stimmung geht mittlerweile. Ich denke mir gerade einfach nur, morgen ist das Wetter nochmal geil, dann gehe ich ins Schwimmbad. Deswegen jetzt ins Studio, Musik ein, Welt aus. Ich gebe euch jetzt noch die letzten Gym Shots und dann bin ich raus. Ich melde mich dann im nächsten Video wieder mit der Peak Week. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
einen kurzen Einblick vom, ja, ein bisschen Asian Culture. Einen Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Peace! Ach ja, Dennis ist auch noch da. Ich melde mich noch mit einem kurzen Voice-Over. Und zwar geht es um das Thema Motivation, Emotionen und Musik. Die ersten drei Sätze vom Bankdrücken habe ich mit 100 Kilo absolviert, jeweils 10 Wiederholungen. Und im letzten Satz habe ich meine Kräfte nochmal mobilisiert, habe bei dem Satz einmal Lying From You von Linkin Park gehört. Und das ist ein Lied, wo ich wirklich sehr viel Emotion mit verbinde. Und ja, ich weiß gar nicht, woher diese unrealistische Leistung herkommt, aber ich habe nochmal 20 Kilo draufgepackt und nochmal mehr Wiederholungen gemacht. Manchmal fühle ich mich einfach so, als wäre ich in meinem Film, bin voll in Fahrt. Und Training ist wirklich sowas sehr Emotionales für mich. Aber seht einfach selbst. Standing tall, fear outweighed the person you are.